Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Need for Speed. Ich habe mir gleich strahlenden Sonnenschein hier ausgesucht, extra nur für euch. Und wir fangen direkt mit der Mission an. Und werden mal Luki Luki machen. Das müsste, glaube ich, das vorletzte Rennen sein. Das vorletzte Rennen. Und dann kriegen wir den Nissan Skyline. Da ist es doch. Da ist es doch. Los geht's. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich denke mal, das Rennen werden wir hoffentlich auch schaffen. Und dann steht uns der Nissan nicht mehr im Wege. So, gleich nochmal gucken hier vom Start. Okay, meine Lenkung funktioniert wunderbar. So, meine Freunde der Sonne. Was, wenn das mehr näher wird? Ist der Skyline nur noch einen Schritt entfernt? Ja, wenn ich gewinne. Oh, da, der. Die Ella, die will aber, ne? Die hat Termine, glaube ich. Die will aber hier wirklich los. Ella, komm mal her. Ich muss hier auf dem ersten Platz. Okay. Das heißt, ich darf wirklich gar kein. Klappt das? Ich wollte gerade sagen, ich darf mir gar keinen Fehler erlauben, aber das hat sich damit gegessen. Ich wollte, ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich habe gebremst und ich habe gelenkt, aber ich glaube, wenn man zu oft hintereinander Nitro einsetzt, ist es mit Lenken und Bremsen nicht mehr so einfach, sage ich jetzt mal. Ja, gut, dann fahren wir es nochmal. Ups. Dass sie sich dann nicht verbrennen, ne? Dass die Alte sich dann nicht, die läuft einfach da durch, ne? Stört die Alte nicht. Die ist, glaube ich, so oft schon da durchgelaufen. Die hat unten keine Gefühle mehr an den Beinen. Wenn du hier gewinnst, ist der Skyline nur noch einen Schritt entfernt. Sorry. Ups. Aber diesmal ist es der Rico, also irgendwie, die wechseln sich immer wieder ab. Das ist total random, wer hier auf dem ersten Grad fährt. Wo ist denn die Ella? Die Ella. Die ist gar nicht dabei, oder bin ich doof? Ich sehe die gerade überhaupt nicht. Ups. Hä? Die Ella ist diesmal gar nicht dabei, was ist denn das für ein Fake? Bin ich doof, oder sehe ich die Rico? Weiter, das ist gerade echt scheiße, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich sehe die Ella nicht. Ich hatte gerade ein paar Getriebeprobleme. Okay. Aber der Rico ist irgendwie noch schlimmer als die Ella, habe ich das Gefühl. Der Rico möchte nicht eingeholt werden. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht ansatzweise an den rankomme, ne? Also, doch gut, jetzt. Das ist Nitro. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir dürfen uns jetzt aber auch keinen Fehler erlauben, ne? Ein Fehler und wir sind wieder auf dem zweiten Platz. Hey, so nicht! Komm gefällig zurück und stell dich mir! Na klar, ich fahre bestimmt jetzt zum letzten Platz zurück. Nur um gegen dich da anzutreten, Madame. Ich glaub's selber nicht. Ich fahr einfach besser. Also bitte. Ab jetzt kannst du nur noch verlieren. Oh,
Okay, gut, ich dachte jetzt mit Rigo, das wird jetzt ein bisschen spannender, aber... Diese okay, Alter. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie du tickst. Ja, ich tick nicht mehr ganz richtig, ja. Das ist das Problem. Obwohl Nitro, ja gut, es geht noch. Es geht noch. Ich wollte gerade sagen, Nitro war jetzt hier vielleicht nicht so schlau. Der Skyline ist für dich zum Greifen nah, also wasch dir die Hände. Ich weiß doch, ich weiß doch. Vor allen Dingen die Enna. Vor allen Dingen die. Die gibt sich gerade richtig Mühe, auf dem letzten Platz zu bleiben. Geil. Wie kacke die ist, ey. Was, wo ist denn der Lukas? Ist aber auch nicht besser auf dem 10. Platz. Ja, schon möglich, dass du gewinnst. Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt schon möglich. Ich würde einfach jetzt mal klipp und klar sagen, ich gewinne. Ja. Alter, boah. Mein Team ist scheiße, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Also, das Mann, ist schon blamabel. Da haben wir den, da haben wir den ersten Platz. Ein Sieg und dieser wunderschöne Skyline gehört dir. Ein Sieg nur noch entfernt und dann haben wir den schönen Skyline. Wunderbar, Hände hoch, nein, hallo. Du, das ist nie die Polizei, ist ein Fotograf. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir werden jetzt heute mal, wir werden mal gucken, ob wir noch neue Rennen haben, aber ich denke mal nicht. Rennen haben wir, neue Rennen haben wir jetzt komplett ausgedient und ich würde sagen, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, sind Drift-Rennen. Ne, da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir werden jetzt mal das Drift-Rennen hier starten. Ich glaube, wir haben echt alle, ne? Also ich finde hier jetzt nichts mehr. Verstehe zwar immer noch nicht, wieso die so ausgefüllt sind. Kein Plan, aber... Gut. Und ich hoffe, wenn wir den Skyline haben, dann kommen vielleicht noch mal ein paar Rennen dazu. Wäre sehr schön, wenn ein paar Rennen noch dazu kommen würden. Dass wir nochmal den Skyline ausprobieren können. Wenn nicht, mache ich nochmal so eine Ehrenrunde. Mit dem Skyline. Da machen wir einfach nochmal eine Aufnahme. Ich hoffe, wenigstens die nächste Nacht schaffen wir. Mensch, mach doch mal Platz hier. Wenn ich hier rumrase und... Ne? Platz, Frau, da macht mal Platz, bitte. So, wir müssen natürlich unseren Wagen wechseln. LB. Und... Seit wann habe ich den... Achso, das ist... Hä? Ist ja meiner. Weil er gerade hier unten von Bild hat, wollte ich gerade sagen, seit wann habe ich so einen Lamborghini? Also ein... Den könnte ich auch mal verkaufen, ne? Ich guck gerade, so ein richtiges Drift-Auto haben wir kaum noch, ne? Also haben wir nie wirklich mehr, ne? Ich überlege, dass wir den mal mit denen mal versuchen. Ja, ne? Würde ich jetzt einfach sagen, wir versuchen es mal mit denen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, mit denen sind wir aber immer die Drifts gefahren, ne? Bin mir gar nicht mal so sicher. Siehst du mal. So lange ist schon wieder her. Ja, mal gucken. Vielleicht wird's ja was. Nieb. 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 Guck mal, wir brauchen 120. Okay. Obwohl es regnet, ne? Man muss dazu sagen, es regnet. Hat vielleicht Vorteile für uns. Oh ja, lässt sich driften mit dem. Ja, ist angenehm, ist angenehm. Ich weiß gar nicht, ob wir den immer genommen haben.
Ja, gut, ist nicht ganz auf der Strecke, aber ist egal. Muss so. Wir brauchen ja an sich nur 60.000 pro Runde. Dann haben wir. Da haben wir das Rennen ja easy peasy in der Tasche. Aber vielleicht schaffen wir in der Runde ja schon viel mehr. Wo ich sagen muss, ne? Na gut, es kommen noch gut Kurven. Es kommen noch Kurven. 59.000 haben wir jetzt. Okay. Das war dumm. Okay, aber egal. Okay. Machen wir hier noch einen schönen Drift. Das soll ein schöner Drift werden, Mensch. Mach doch mal das, was ich hier anmoderiere. Ja gut, ich denke mal, das Rennen haben wir in der Tasche. Oh, noch 12.000. Und da haben wir's. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen würden. Also ein paar Pünktchen würde ich schon gerne noch mitnehmen wollen. Ja, ich glaube 150.000 ist drin. Oder vielleicht ein bisschen mehr noch. Ja, 152.000. Mal gucken, ob wir noch was hinbekommen. Ach komm. Ja, okay. 164.000, ja, ist okay. Ich dachte, wir kriegen noch ein bisschen mehr hin, aber ich bin zufrieden mit der Punktzahl. Ich bin zufrieden. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber okay. Ist okay. Hab ich schon gesagt, dass es okay ist? Nee, ne? Also ist okay. So, haben wir hier eigentlich noch andere Rennen? Ja, aber das ist ein schlechteres Rennen, okay. Wir haben noch ein schlechteres Rennen, das will ich jetzt nicht unbedingt fahren. Ja, fahren wir dahin. Haben wir auf dem Weg noch irgendwas, was wir einsammeln müssen? Ich habe nämlich gerade hier oben gesehen, hier haben wir nämlich schon ein Tag. Was wir einsammeln können, also wir müssen es nicht, aber wir können es einsammeln. Ach Mensch, wäre die Welt nicht so leer. Eigentlich ist es schon eine schöne Gegend hier, ne? Palme, Wälder und Siedel. Siddel. Genau, Siddel. Ist ja an sich eine schöne Gegend, ne? Aber ein bisschen leer. Was ja auch mal witzig wäre, wenn so in solchen Razor-Spielen allgemein mal Tiere auch mal unterwegs wären. Das wäre doch mal ganz cool. Oder was? Vielleicht, gut, das hat, ja, weiß ich nicht. Wenn es mal so hageln würde, so richtig krass. Oder im Hintergrund sieht man vielleicht Tornados oder sowas. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu übertrieben. Wäre aber mal cooles Wetter. Ich sage ja im Hintergrund, ne? Ich sage ja extra im Hintergrund. Muss ja nicht unbedingt auf der Strecke sein. Aber wenn man so im Hintergrund dann so Tornados hätte. Oh, richtig krassen Hagel wäre irgendwie cool. Oh ne, das ist unter der Brücke, ne? Oh, jetzt muss ich noch kurz gucken. Ne, von hier aus komme ich never ever runter. Okay, so darf ich schon mal hier runterfahren, alles klar.
Er sammelt ein, das Ding. Auch nur 2 von 5 in der Gegend. Krass, was mir eigentlich noch alles fehlen würde, ne? Die ganzen Sammelobjekte. Das ist schon heavy. Na gut. Genau hier wollte ich nicht hin. Habe ich hier gerade einen Tag aufgedeckt? Warte mal, sieht man jetzt nicht, ne? Das ist ein Tag? Das ist, glaube ich, ein Tag, ne? Wieso konnte ich jetzt hier die Garage aufsuchen? Ne, ich will wieder raus hier. Ey, ich hoffe, ich bin... Ah nee, fuck, ich habe ja... Oh nein. Ich glaube, ich fange jetzt wieder in der Hauptgarage an, ne? Ich glaube, ich fange in der Hauptgarage wieder an. Wenn ich jetzt hier rausfahre. Oder fange ich jetzt in der Garage auch an? Das wäre cool, aber ich glaube nicht. Es war so klar. Hurra, hurra. Rennen hier hin. Oh, das Rennen. Okay, es ist soweit. Noch ein Sieg und du fährst mit meinem Skyline in den Sonnenuntergang. Wirst Nein, das machen wir erst in der nächsten Folge. Tja, versuch's ruhig. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt fahren wir noch ein Drift-Rennen. Das ist, glaube ich, ein Tag, ne? Scheiße, wo waren wir nochmal? Hier oben, ne? Ich glaube, hier waren wir, ne? Das sah aus wie ein Tag. Halt so unfassbar leer, so unfassbar schade, alles klar, dass die Stadt halt so ein bisschen leer ist, ne? Goodie! 250.000 mehr schon nicht schaffen. Nicht bei meinem nicht vorhandenen Skill. Okay, der Drift war geil. Also komm. Also der Drift war okay. Kann man nicht meckern, aber nur 30.000 halt, ne? Ich muss besser driften. Der Regen ist übelst geil, ne? Hab ich ja schon mal gesagt. Der Regen ist echt richtig, richtig, richtig geil. Wir haben natürlich den Bonus, den Punktebonus, den dürfen wir natürlich jetzt nicht unterschätzen. Boah, das wird halt trotzdem, boah. Es wird halt nicht einfacher. Ja,
Ah, scheiße, den Twist müsste ich wirklich in N machen, ey. Okay, es war okay, war okay, war okay. Kann man nicht meckern. So, jetzt hier nochmal einen guten Drift hinlegen. Ja gut, gut war der jetzt nie, aber war vorhanden. Das sieht doch gemacht aus. Das sieht doch ganz gut aus hier. Komm, vielleicht kriegen wir hier nochmal einen guten Drift hin. Naja. Ach, ich würde das Ding habe ich. Mann. Ich würde das so gerne in Drift draus machen. Ach man, jetzt mal. Ach man, ich wollte eigentlich jetzt nur die 300.000 schaffen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Okay. Ich habe am Ende wirklich extremst verkackt. Wirklich extremst verkackt. Ist aber okay. Ist okay, wir haben es ja geschafft. Hätte trotzdem ein bisschen besser sein können. Man hätte mehr Punkte rausholen können und ja, da fahren wir mal wieder nach Hause. Ich finde gerade mein Zuhause nicht. So, gucken wir uns noch die schöne Gegend an, weil die werden wir jetzt nicht mehr so oft sehen. So, da werden wir definitiv, also ein Tagrennen ist definitiv noch sicher, also eine Tagfolge. Ne, wir wollen ja den Skyline uns grabben. Wäre dann ja auch nur noch ein Rennen. Und dann mal gucken, ich werde mal, wie schon gesagt, eine Ehrenrunde werde ich nochmal mit dem Skyline fahren. Der war mir im Weg, sorry. Ich musste mal kurz hier, ich wollte euch hier den kleinen Sumpf hier zeigen. Genau, den konnte man nicht so gut oben sehen von der Strecke. Jetzt habt ihr den Sumpf mal gesehen. Und ich fahre vorbei. Why not? Ja, schön. Ah, so, damit haben wir die Folge auch erfolgreich überstanden, meine Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv Dativ Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.